Das heißt einfach, die werden mich quasi aus der Hochschule rausschmeißen. Was macht man dann in so Situationen, wenn man nicht mehr weiter weiß? Genau, man ruft Mama an. Yo, was geht ab, Freunde? Ich bin hier mal wieder für euch am Start. Und heute haben wir ein Video, was nicht so lustig ist, ja. Ich habe heute einen echt harten Tag gehabt, Mann. Also nicht hart in dem Sinne von irgendwie körperlich am Arsch oder so, sondern einfach so kopfmäßig, kopftechnisch. Sorry, ich ziehe die Brille mal aus. Weil ich einfach, ja, ihr seht es am Titel wahrscheinlich schon, ein paar Sachen passiert sind, die halt nicht so cool waren. Ich habe heute Morgen meinen Briefkasten mal ausgeleert, den ich schon seit ein paar Tagen nicht ausgeleert habe. Da war es dann einfach so, dass ich von meiner Hochschule einen Brief drin hatte und von meiner Versicherung. In dem Brief von der Hochschule stand drin, dass, ja, wenn meine Versicherung der Hochschule nicht meldet, dass ich noch versichert bin, dann werden die mich zum Ende des Monats exmatrikulieren, ja. Was heißt das auf Deutsch? Exmatrikulieren für die Leute, die nicht studieren. Das heißt einfach, die werden mich quasi aus der Hochschule rausschmeißen. Und als ich das gelesen habe, habe ich richtig krass Herzklopfen gekriegt. Mir ging es richtig scheiße, richtig abgefuckt. Dann habe ich den Brief von meiner Versicherung aufgemacht. Die hatten mir den Brief schon vor einer Woche geschickt und ich hätte eigentlich direkt reagieren müssen. Ja, bei mir war es auf jeden Fall so dann, dass ich erstmal richtig kaputt und richtig am Arsch war, Herzklopfen gehabt habe. Ich war schon kurz davor sozusagen, ey, scheiße auf alles so. Ich habe keinen Bock mehr, weil ich so viel Stress momentan habe. Dazu müsst ihr wissen, ich lebe alleine, ich wohne alleine, finanziell sieht es nicht so rosig bei mir aus. Jetzt musste ich halt irgendwie bei meiner Versicherung anrufen. Ich habe bei meiner Versicherung angerufen, habe gefragt, ob man da was machen kann. Die Sachbearbeiterin oder die Person hat gesagt, mich ruft jemand noch zurück. Dann hat mich jemand zurückgerufen, dann wollte ich das mit demjenigen klären. Der hat dann zu mir gesagt, da gibt es keine Lösung, da können wir nichts machen. Wenn sie nicht zahlen, dann zahlen sie nicht. Und war halt überhaupt nicht offen so, war halt auch ein Typ oder eine Frau war es, glaube ich. Ja, es war eine Frau gewesen als erstes und die war überhaupt nicht offen, da irgendwie einen Kompromiss zu finden oder so. Die hat das einfach von Anfang an blockiert und das fand ich dann auch wieder extrem schade. Sie hat zwar gesagt, sie könnte es machen, wenn sie wollte, könnte sie der Hochschule melden, dass ich wieder versichert bin und ich eine Ratenzahlung mit ihr vereinbar. Aber sie hat gesagt, sie hat so viele Leute, so viele verschiedene Leute, die auch immer gesagt haben, sie zahlen und haben nicht gezahlt und deswegen würde sie das nicht machen. Und das finde ich halt dann auch wieder schade. Da ist es halt krass so, da sieht man halt, dass es wirklich abhängig ist von der Person, mit der man dann redet, ob sich das irgendwie klärt oder ob sich das nicht klärt. Dann habe ich halt irgendwann aufgelegt und dann war ich richtig down einfach nur. Auf der Arbeit auch. Ich habe dann immer noch versucht, irgendwie ein Lächeln auf dem Lippen zu haben. Die Leute, die mich kennen, die wissen eigentlich, lache ich immer, eigentlich bin ich immer positiv. Aber zu dem Zeitpunkt, so, da war ich einfach nur abgefuckt. Dann habe ich, das, was macht man dann in so Situationen, wenn man nicht mehr weiter weiß? Genau, man ruft Mama an. Dann habe ich meine Mutter angerufen. Ich habe meine Mutter angerufen, habe ihr erzählt, was so Situation ist, was so Lage ist und habe gesagt, ey Mama, guck mal, scheiße, ich weiß nicht, was ich machen soll und was soll ich jetzt machen und hier und da und dann so richtig kindisch wieder dann so, Mama, was soll ich machen? Aber das muss halt sein und dazu sind auch Eltern da und deswegen liebe ich auch meine Mutter einfach, weil die immer für mich da ist, immer ein Ohr für mich hat und mir immer irgendwie hilft und die hat dann direkt gesagt, ich rufe da an, ich kläre das für dich und das kann ja nicht sein und hier und da und dann hat sie da für mich angerufen nochmal und hat nochmal mit denen geredet, dann haben die mich nochmal zurückgerufen, dann habe ich auch wieder nochmal mit denen geredet und dann habe ich eine andere Sachbearbeiterin am Telefon gehabt, die mir dann wirklich, die verständnisvoll war, die gesagt hat, ey ja, wir machen das so, ich melde der Hochschule, dass du noch versichert bist und dann kriegen wir das schon hin. Und dann war ich so glücklich, Leute. Ja, dann war ich wieder mega nice drauf, aber ich muss sagen, das hat mich den ganzen Tag schon fertig gemacht, das hat mich down gemacht, hat mich ja auch wieder zum Nachdenken angeregt. Warum erzähle ich euch das überhaupt hier? Einfach, weil ich mit euch das teilen möchte, auch wenn mir schlechte Sachen passieren, weil ihr das mitkriegen sollt und vielleicht dann daraus lernt und euch so Sachen nicht passieren und deswegen teile ich das hier mit euch. Ja, Message von dem ganzen Video einfach, wenn ihr Briefe kriegt oder wenn ihr einen eigenen Postkasten habt, leert den immer regelmäßig aus, am besten einmal am Tag. Wenn ein Brief drin ist, der nicht so cool ist, der eine Mahnung ist, der irgendwie negativ ist, meldet euch da trotzdem, ruft da an, versucht es irgendwie zu klären. Meistens findet sich eine Lösung, dann bleibt einem einfach viel erspart. Nicht nur Zeit und Nerven, sondern auch Geld, Leute. Und ja, Mann, das war's mit dem Video gewesen. Heute mal nichts Witziges oder so, war so ein bisschen so eine Real-Life-Story. Wenn ihr sowas cool findet, schreibt es mal in die Kommentare rein. Dann erzähle ich euch noch mehr so, was in meinem Leben abgeht. Da gibt es einige Dinge auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute. Warum sitze ich hier überhaupt? Ich sitze hier auf einer Parkbank hier in Mannheim. Bei uns um die Ecke direkt. Ich wollte gerade einkaufen gehen. Habe die Kamera mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, ich erzähle es euch einfach mal. Und yes, ich habe es schon eben gesagt. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Peace out.